Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu The Diary, dem Format, was fast so häufig kommt wie eine neue Staffel Sherlock. Dieses Mal geht es einfach mal wieder etwas gediegener zu und zwar schon so gediegen, dass ich einfach mal gedacht habe, ich leg mich einfach mal hin. Normalerweise sitze ich ja oder vielleicht im Extremfall stehe ich. Dieses Mal wird aber gelegen, weil ich hatte diese Einstellung noch gar nicht und jetzt habe ich einfach mal Bock drauf. Dieses Mal geht es hauptsächlich um, ja, wieder mal meine Abstinenz, was meine Videos angeht. Beziehungsweise meine Abstinenz auf diesem YouTube-Kanal oder generell auf Social Media. Ich bin tatsächlich auch auf Instagram nicht so aktiv momentan. Aber kommen wir mal zum Punkt. Warum ist das so? Normalerweise ist das so, wenn ich eine Auszeit von YouTube-Videos nehme, hat das meistens den Grund, dass ich nicht wirklich gut drauf bin und einfach so ein bisschen Realness behalten will. Und wenn ich halt keinen Bock auf Videos habe, dann mache ich keine Videos. Und dieses Mal hatte ich jetzt nicht unbedingt keinen Bock auf Videos, aber ich fand einfach, ich bin momentan in der Phase, wo ich sage, hey, mir geht's richtig gut. Und diese Zeit möchte ich einfach ausnutzen. Und klar, YouTube-Videos sind für mich ein Hobby, aber ich habe momentan so ein paar Barrieren, die mir das so ein bisschen madig machen. Und da ich keinen Bock auf madige Vibes hatte, habe ich das einfach so belassen, dass ich gesagt habe, ich mache YouTube-Videos wieder dann, wenn ich Bock habe. Und bis dahin bin ich erstmal für mich selbst glücklich. Und das funktioniert momentan ziemlich gut. Ich bin bester Laune oftmals und habe mich eigentlich in den letzten Wochen so gut gefühlt wie das komplette Jahr 2017 gar nicht. Also denke ich mal, diese Rechnung geht ganz gut auf. Videos soll es aber jetzt auch wieder auf meinem Kanal geben. Ich habe fleißig Skripte geschrieben, die auch etwas energiegeladener sind, dass man jetzt sich nicht unbedingt hinlegen kann, weil dann kommt die Energie nicht rüber. Das heißt, es wird auch wieder Videos mit mehr Energie in meinem Auftreten geben. Das heißt, ich darf wieder permanent durch die Gegend tampeln und 120.000 Millionen Jump Cuts setzen. Vorausgesetzt, ich habe mal wieder das Equipment dazu. Meine Kamera ist immer noch bei meinem besten Kumpel verschollen und innerhalb der letzten Woche hat sich dann auch mal meine Maus, mit der ich alle meine Videos schneide, in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Diese erfährt auch gerade da drüben auf der Fensterbank eine Alleskleberkur und ich hoffe, das funktioniert soweit, dass ich wieder die Maus benutzen kann und ich Videos auch wieder mit Schnitten versehen kann. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb das hier ein One-Taker ist. Des Weiteren bin ich momentan mit Videoschnittprogrammen auf Kriegsfuß, was aber auch mit Schule zu tun hat, weil Schule nimmt mich momentan in Beschlag. Ich habe Berufsschulblock und da lernen wir ab diesem Schuljahr Avid Media Composer. Ein Schnittprogramm, was sich nicht in einem Video zusammenfassen lässt. Ich werde es höchstwahrscheinlich in eine kleine Kategorie packen, in einem Videoformat, was ich jetzt auch wieder öfter machen will. Alles Zukunftsmusik kommt noch. Es ist schwer und seitdem bin ich halt mit Videoschnittprogrammen auf Kriegsfuß und deshalb gibt es vielleicht auch jetzt in der nächsten Zeit eher wieder One-Taker. Mal gucken, je nachdem wie ich Bock drauf habe. Aber ja, es ist wieder so ein Thema, was mir vielleicht die Laune madig machen will. Aber davon lasse ich mich nicht beeinflussen, weil ich habe gute Laune. Weil ich habe einfach eine tolle Zeit momentan. Das Wetter ist toll, es scheint so viel die Sonne. Ich könnte strahlen, wenn es nicht schon die Sonne für mich machen würde. Des Weiteren läuft es privat einfach super. Ich komme mit mir selbst sehr gut aus. Ich habe viel Zeit, die ich mit Familien und Freunden verbringe. Und ja, es ist einfach momentan eine gute Zeit und diese gute Zeit möchte ich nutzen. Und diese gute Zeit lasse ich mir nicht von Dingen madig machen, die mir vielleicht es madig machen könnten. Es, das, Zeit. Und deshalb, ja, habe ich mir einfach mal ein bisschen Auszeit gegönnt, aber war nicht faul. Ich höre sehr viel Musik in letzter Zeit. Gerade läuft Schlaftabletten Rotwein 5 von Alligator in meinem Player. Und dazu wird vielleicht auch mal wieder etwas musikalischer Content kommen. Da muss ich mich aber noch etwas mehr in die Materie hineinarbeiten. Des Weiteren bin ich auch dabei, endlich mal mein Recap zum Fallen Fortress Open Air zu machen, was ja auch schon wieder vor 3 Wochen war oder so. Das kommt und ich hoffe, es kommt als nächstes Video. Je nachdem, wie das jetzt mit meiner Maus läuft, muss ich da mal gucken. Toi, toi, toi. Ich möchte aber auch bei diesem Video endlich mal ein T-Shirt tragen, was dem angemessen ist. Das ist aber gerade in der Wäsche und die Wäsche ist auch demnächst mal fertig. Das heißt, ich sollte jetzt auch so langsam mal mit diesem Video hier zum Ende kommen, denn ja, das Video soll eigentlich gar nicht mal so lang werden. Ich möchte einfach nur sagen, hallo, mich gibt's noch und willkommen, ich
zurück auf meinem Kanal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit The Diary für dieses Mal. Message of the Day, wenn es euch gut geht, lasst einfach mal das Zeug, was euch vielleicht die Stimmung madig machen könnte, einfach mal an Seite, wenn ihr euch das erlauben könnt, wenn es nicht so essentielle Dinge sind. Und wenn es essentielle Dinge sind, die man halt in seinem Leben machen muss, dann hockt man sich dahin und sucht sich die kleinen Dinge in diesen etwas negativ behafteten Dingen raus und versucht daraus halt das Beste zu machen. Das würde ich so mal als Weisheit für, beziehungsweise als Tipp oder als Versuchsvorschlag euch mit auf den Weg geben. Und ja, ich hoffe, meine etwas positivere Stimmung, obgleich sich etwas vielleicht in diesem Video dezent rüberkommt, schwappt ein bisschen zu euch über und ihr habt einfach eine schöne Zeit, bis der Herbst wiederkommt und der Himmel zuzieht, die Tage kürzer werden und es wieder kälter wird draußen und vielleicht leider auch in den Herzen mancher Menschen. Na, aber das ist ein ganz anderes sentimentales Thema, um das es heute gar nicht gehen soll. Ich würde jetzt einfach sagen, ich bin raus für dieses Mal. Checkt jetzt hier noch Videos ab, die nicht so lahm sind wie dieses hier. Oder abonniert hier und verpasst nichts mehr. Ich bin jetzt erstmal auf der Glorious Quest, die Wäsche aus der Maschine zu holen, bevor mir dann noch etwas wegschimmelt. Und dann wird auch schon Essen gekocht. In diesem Sinne, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Hilfe!